Liebe Schwestern und Brüder, Bereitschaft und Eifer, das sind gute Voraussetzungen für die Nachfolge Jesu. Jesus hat das bei diesen Brüdern gefunden, den Söhnen des Zebedäus. Bereitschaft und Eifer. Bei ihrer Berufung lassen sie dort am Galiläischen Meer alles stehen und liegen, verlassen ihren Vater, verlassen ihren Beruf, verlassen ihre Familie und gehen ihm nach. Und an Eifer mangelt es auch nicht. Auch nicht an Eifer, der manchmal über das Ziel hinausschießt, sodass Jesus ihnen den schönen Beinamen die Donnersöhne gibt, Jakobus und Johannes. Das scheint in der Familie zu liegen, denn schüchtern scheint die Mutter auch nicht gewesen zu sein. Sie kommt ja eines Tages an und sagt, also, okay, sie sind mit ihr gegangen, sie haben alles stehen und liegen lassen. Vielleicht schwierig genug, wir hören das vielleicht mit. Wir können uns das zumindest denken. Aber dann ist eines klar. Wenn du wirklich der Herr der Welt bist und in deinem Reich, von dem du immer sprichst, dann sitzen diese zwei aber, rechts und links. Die müssen dann aber schon prominent groß herauskommen. Schließlich hat das uns auch was gekostet. Das Verhalten der Mutter ist sehr verständlich. Aber was die Mutter und vor allen Dingen, mit der sich Jesus gar nicht länger beschäftigt, sondern er spricht in Folge dann direkt die beiden an. Denn so sehr sie vielleicht donnern, wenn Mutter erscheint, versteckt man sich hinter ihrem breiten Rücken und dann soll sie die unangenehmen Fragen stellen. Das machen ja manchmal auch erwachsene Söhne. Jesus hat das offenbar durchschaut. Er spricht nicht mit der Mutter, sondern direkt mit Jakobus und Johannes. Und es ist eine Stunde, in der sie etwas zu lernen haben. Sie werden viele sehr nahe, erleuchtete und schwere Stunden mit ihm erleben. Auf dem Berg der Verklärung, auf dem Ölberg und dann sind sie erstmal weg. Sie haben zu lernen, dass Bereitschaft und Eifer alleine nicht genügen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Aber dass es die Geduld braucht, auch das Schwierige zu ertragen. Die Botschaft der Mönche etwa davon ist ganz voll, als wäre sie vom Evangelium direkt inspiriert. Man soll denen, die ins Kloster gehen, gleich das Schwierige vor Augen stellen. Nicht bunte Werbeplakate drucken, wie wir das heute machen, schöne Hochglanzprospekte mit irgendwelchen sich abseilenden jungen Leuten am Felsen und sagen, das ist ein richtiges Abenteuer, ein solcher Eintritt. Das sieht alles schön aus, aber sieht doch nach Abenteuerurlaub aus. Das wahre Abenteuer des christlichen Lebens besteht genau in dem, was Jesus heute diesen beiden aufgibt, dass sie es lernen. Mit diesem Bildwort vom Kelch trinken. Das geht uns ja ähnlich. Man kann schnell zum Kelch der Eucharistie hinzugehen. Das kann eigentlich jeder. Aber was wir denn da wirklich tun, wenn wir diesen Kelch nehmen? Dass wir das Leiden Jesu in uns aufnehmen, dass wir die Frucht seiner Passion trinken dürfen, sodass wir ein Teil davon werden. Auf die Idee kommen wir selten. Aber genau das sollen wir tun. Gerade der Santiago lädt uns ja irgendwie dazu ein, dieser Apostel Jakobus mit der Position seines Grabes dort am Rand der Pyrenäen. Ist nicht von ungefähr dort. Das ist sozusagen die alte Kulturgrenze gewesen, bis wohin die arabische Welt und der Islam vorgedrungen ist. Viele haben diesen Apostel als Bollwerk gesehen des christlichen Glaubens. Aber auch wir müssen in dieser schweren Stunde, auch in unserem Land, wir müssen etwas lernen. Dass christlicher Glaube nicht im Auftrumpfen besteht, nicht in den Plätzen rechts und links, nicht in dem bestimmen wollen, was die Weltherrschaft ist, sondern so zu werden wie der, der dort in der Mitte sitzt, der das Leiden auf sich nimmt, der sich erniedrigt hat, der sich zum Sklaven aller gemacht hat, der nicht gekommen ist, um hier zu herrschen, sondern um allen zu dienen. Und das ist der Weg, den Jakobus lernen musste. Er hat diesen Kelch getrunken. Als erster der Apostel wird er hingerichtet. Er hat das auf sich genommen.
Und diese etwas schnörkellose Bemerkung in der Apostelgeschichte, da ließ Herodes den Jakobus mit dem Schwert hinrichten, zeigt, dass es kein Einzelfall war. Es war üblich damals unter Christen, wie es bis heute leider üblich ist weltweit, dass die Christen verfolgt werden. Dass es sogar in sogenannten zivilisierten Ländern, etwa wie der Türkei, die wir eine Demokratie nennen, jetzt bei Kundgebungen für den Präsidenten zur Verwüstung christlicher Kirchen kam. Für unsere Schwestern und Brüder, in vielen, in den meisten Teilen der Erde, ist das Alltag. Wenn wir über das Evangelium nachdenken, tun wir das auf gepolsterten Stühlen und in sehr bequemer Lage. Aber es gilt auch für uns. Und es rückt uns immer näher, dass wir zu lernen haben, den Weg Jesu zu gehen. Es ist ein langer Pilgerweg. Die unter uns, es gibt ja einige, die den Jakobsweg schon gegangen sind oder zumindest Etappen, wissen, was das bedeutet, diese Durststrecken auszuhalten. Das ist kein bequemer Weg, dass das Ziel, obwohl man ihm näher kommt, immer weiter weg erscheint. Viele Menschen gehen diesen Weg heute und er ist ein Bild des christlichen Glaubens. Mit allem, was es bedeutet, ihn zu gehen. Aller Last, aller Mühe, aber auch allem Schönen. Möge uns dieser Apostel inspirieren, dass wir wirklich den Weg christlichen Glaubens entdecken und bereit sind, ihn zu gehen. Wenn wir den Kelch der Eucharistie nehmen und Amen sagen, dann stellen wir uns in die Reihe des Apostels Jakobus, aller Apostel, und reihen uns ein in diese lange Reihe derer, die zur Passion Jesu Ja sagen, was immer es uns kosten mag.